Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Simpsons Hit and Run. Ich entschuldige mich mal im Voraus, dass es ein bisschen hallen könnte, aber bin umgezogen, hier steht noch nicht alles. Naja, egal. Hier ist Bart. Ach Bart, warum murmelst du so wirres Zeug? Der Schwachkopf meines süßen kleinen Jungen ist wohl total durchgedreht. Die ganze Stadt spielt verrückt. Sicherheitskameras, geheimnisvolle Vans, Kreise in Getreidefeldern. Da muss es eine Verbindung geben, ob die Polizei vielleicht etwas weiß. Ich gebe mein Bestes. Okay, also wir spielen mit Marge und müssen Wiggum hinter. Tada! So. Weg da, sonst bist du Ach. dran, Lahmarsch! Oh, weia! Bringt die bereifte Rostlaube von der Straße! Ich habe es satt, dass sowas passiert! Oh nein, hoffentlich hat das keiner gesehen. Gerade noch geschafft, okay. Chief Wiggum, ich muss herausfinden, was mit Bart passiert ist. Können Sie mir zeigen, wo die Getreidefeldkreise sind? Vielleicht finde ich da einen Hinweis, wie man Bart heilen kann. Ach, das ist lieb. Ich würde gern helfen, aber ich habe ganz schlimmen Unterzucker. Der Donutladen hat geschlossen und ich habe einen Affen im Nacken, der nach Schmalzgebackenem schreit. So. Wird sich das auf meine Versicherung auswirken? Ah. Und schon. Hey, pass auf! Wie rüpelhaft! Hui, das sah teuer aus. Ich liebe immer noch die Sprüche. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Aber was war noch eine Zeit? Zumindest. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich brauche den Geschwindigkeitsrausch. Oh, das wird aber knapp. Das war ein Unfall. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Bringen wir die noch schnell Keine wickeln. Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Bin echt ein bisschen eingerostet. Das ist doch kein Diebstahl, oder? Gefälligst auf, wo du fährst, du dümmlicher Kolonialsieger. Oh, ein Stoff geben. Vielleicht haben wir es geschafft. Hoffentlich muss ich nicht dafür bezahlen. Für eine vielbeschäftigte Hausfrau bist du ganz schön zielstrebig. Die Getreidekreise sind bei Klitus Hütte. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss eine Wagenladung Donuts verputzen und dazu brauche ich jede Menge Kaffee. Habe ich gewonnen? Ich hatte keine Ahnung. Hoffentlich stinkt dieser Wagen nicht zu sehr.
Quatsch denn da hinten drin? T-Shirt? Denkweise? Kann ich leider nicht sehen. Schade. Schick die Rechnung an Homer. Schaut weg, Leute! Hier gibt es nichts zu sehen! Oh. Du liebe Yo. Zeit! Oh Himmel! Ich kann das nicht so gut! Au, Polygone! Oh, diese Physics, ey! Augenblick! Wer hat das dahingestellt? Oh, jetzt kommen wir mal hier... Ja, das muss ich mir jetzt aber mal kurz angucken, ne? Da ist eine. Okay. Ach Gott. Oh. Der hoch. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Noch ein. Okay. Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Niemand wird was dagegen haben, wenn ich es anfasse. Ich schwör's, früher war ich besser. Alles für Marge. Läuft. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht sehen, aber naja, jetzt haben wir Burns nackt. Lass mich erstmal durchatmen. Wo geht's weiter, Videospiel? Du liebe Zeit. Jetzt wünschte ich mir, wir wären versichert. Gute Wahl. Ups. Ja, egal. Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Oh, ouch. Oh Mann. Hey! Vorsicht! Leg Eis auf die Wunde! Das ist sehr schön. Hoi. Das ist mir wirklich unheimlich peinlich. Was denkst du dir dabei? Vorsicht, mein Lieber. Ein trauriger Tag für Statisten. Hatte noch mal so Glück gehabt. Ein Bagel. Entschuldigung bitte. Ist mir egal, ob du aus New York bist. Du schießt hier für keine Zeitschrift Bilder von unseren Getreidekreisen. Nein, Klitus, ich bin smart. Oh. Hm.
Ja, dann mal los, ne? Oh, das hatte ich gerade geputzt. Was? Cañonero! Oho! Ui! Mal jetzt auf die Erdbeeren hier aufpassen. Ich wusste doch, dass er da was fallen lässt. Stadt von Amerika. Ups. So, da ist der nächste Gegenstand. Sehr schön. Kommen noch drei. Cool. Okay. Deine Kiste. Das wird mich was kosten. Das dürfte jetzt durch sein. Komm, lass das letzte Teil fallen. Da. Ich hab gewonnen? Das tut mir leid. Oh. Mal kurz die Kohle einsammeln. Du musst mir helfen. Ich muss herausfinden, was mit meinem Baby passiert. Okay, Klamotten kaufen. Da können wir auch noch mal kurz Kohle machen. Und einer. Hat der einen Football in die Klöten gekriegt? Was können wir denn noch kaufen? Das also nicht. So, einsteigen. Ein trauriger Tag für Statisten. Marge Simpson stets zu ihren Diensten. Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Ja, also dann mal auf. Wir brauchen die Ketchup-Pakete, die die Leute wegwerfen, um durch den Winter zu kommen. Hilf mir, die einzusammeln. Okay. Keine Ahnung, warum Ketchup? Das riecht die Dampf unter der Haube. Komm, dass man mit Ketchup den Winter überstehen kann, ich aber... Ich kenne hier noch irgendwo eine Müllkippe. Das spüre ich in meinem Sinkeknochen. Schön. Hilfe! Hey, das war besser als die Box mit den bewegten Bildern. So.
Mann, ey. Knapp. Ja. Damit hätte ich ein schönes Kloakenablaufsystem bauen können. Später auf. Hey, das tut mir leid. Vorsicht. Ach nö. Ich habe 5 Jagdhunde hier drin. Ich wünsche mir, ich hätte so riesige Reifen, wie ich sie im Fernsehen gesehen habe. Ja Gott, das hat eine beschissene Mission, Vorsicht, wenn ich das mal so sagen darf. Ich sollte besser aufpassen. Das nennst du fahren? Hey, Augen auf die Straße! Geklappt. Man kann einen Ich werde meinen Spürhund verkaufen müssen, um das zu bezahlen. Oh. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Nun zu seiner Frage. Mein Großvater hat mal so eine Kornzeichnung gesehen, aber der ist jetzt bei Allah. Du solltest mal ein paar andere Leute darüber befragen. Versuch's mal irgendwo auf dem Friedhof. Danke, Klitus. Ach, war doch nichts. March ist dran! Du willst dir einen Wagen kaufen? Hä? Okay. Ja, die beiden brauchen wir nicht, denn Sir, würden Sie mich mitnehmen? Das wäre sehr nett. So, auf zum Friedhof. Hoffentlich kommt nicht noch mehr. Mal gucken, was uns am Friedhof erwartet. Bin sehr gespannt. Achtung, jetzt wird Pflaster getreten. So. Entschuldigung, Hans Moleman, kannst du mir helfen? Psst, ich versteck mich vor der Polizei. Wenn die mich nach der Ausgangssperre aufgreifen, werfen die mich ins Gefängnis. Noch eine Nacht im Knast überlebe ich nicht. Ich wollte nur fragen, ob du jemals Kreise in einem Getreidefeld gesehen hast. Rede mit Abe. Er hat mal von diesen Getreidekreisen erzählt. Beeil dich, zu seinem Altenheim zu gelangen, bevor die Polizei die Türen schließt. Ich geb mein Bestes. Ja, komm. Aha! Nette Mädchen geben Vollgas! Bitte verklag uns nicht wieder! Was? Hui, 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 hui. Und March ist dran! Sieh her, freihändig! Grandpa, weißt du etwas über Getreidefeldkreise? Ah, ich kann dir jetzt nichts über Getreidefeldkreise erzählen. Diese verrückten Penner haben mir meine Pillen geklaut. Ohne meine Aggressionshämmer fange ich noch an, die Schwestern zu beißen. Und eine Klage kann ich nicht gebrauchen. Oh je! Ich warne euch! Aus der Bahn! Ein trauriger Tag für Statisten. Okay, dann mal auf den Nelken. Boah.
Ach du meine Güte! Du legst es wohl auf eine Straßenschlacht an! Und wo fahre ich jetzt hin? Vorsicht, ich habe schlechte Reflexe! Wie können die Hooligans einem alten Mann die Medikamente stehlen? Gebt die sofort zurück! Die haben wir ein paar Typen mit einem schwarzen Wagen gegen diese Spielpuppen angedreht. Seht mal, die hier hat ein Interview drauf mit dem Kerl, der das Warm-Up-Pedal erfunden hat. Echt super. Ihr Hooligans, vor allem, kommt man darauf? Das traut dies. Aber das war die Zeit damals. Da waren es halt noch gemacht Schule gern und keine Rowdies, aber naja. Das ist witzig, es ist sein eigener Charme so. Das waren halt noch andere Zeiten. Goldene Zeitalter der Sims. Welge immer so, LOL! ETF? Okay, ich bin unter das Schild durch. Komm ich gerade nicht drauf klar. Das ist ein richtig mieser Was ich sagen wollte, ich schwelge heute noch. Verdammt, wenn ich das Spiel spiele in Erinnerung. Sind die nicht verletzt. Den guten alten Simpsons folgen. Echt gute Zeit. Hoffentlich muss ich nicht dafür bezahlen. Boah. Diese Physik. So. Oh weia. Der Baum hat mich besiegt. Ende gut, alles gut. Ich feiere einen Tag krank. Wieder ein Kopf. Wieder so ein Polizeiwagen, FBI, CIA, was war das? Tut mir leid, aber du bist zu langsam. Ah, genau noch on point. Ach, Mist. Hast du deine blöden Medikamente, Grandpa? Oh ja, die lieben, lieben Medikamente. Her damit, her damit, her damit. Ja, toll. Jetzt brauche ich wieder was, um ihn aufzuwecken. Okay. Es wird Zeit, den Wagen in den Wahnsinn zu fahren. Kommen wir dann. Okay. Milch? Oder Zucker? Ah ja. Ich hätte doch bessere Schuhe anziehen sollen. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Was? Und nun zum allerletzten Mal. Erzähl mir von den Getreidefeldkreisen. Plötzlich war ich von Toyo und seinen Nazi-Schergen umzingelt, als einer von denen, so ein Waschbär-Typ, mir mit dem Benjo eins übergebraten hat. Ich hatte vorher noch nie versucht, einem Waschbären Vernunft beizubringen. Grandpa, was hat das mit den Getreidefeldkreisen zu tun? Überhaupt nichts. Wo war ich? Richtig, als ich das erste Mal... Getreidefeldkreise? Na gut, na gut. Das ist so lange her, dass ich es ohne Farben beschreiben muss. Wenn ich mich recht erinnere, sah es sehr kosmisch aus. Es hatte die Form eines Planeten mit einer altmodischen, aufgesteckten Radioantenne. Ein Planet mit einer Antenne? Das kommt mir verdammt bekannt vor. Ich glaube, sowas gibt's im Quickie-Mart. Ja, genau. Das Design war auf einer Cola-Flasche. Vielleicht frischt das Barts Gedächtnis auf. Was sagt man dazu? Okay. Ich kann das nicht so gut.
Ich hoffe, die Cutscene war jetzt nicht zu leise für euch. Aber ich muss halt einiges wieder umstellen. Ich hab solchen Hunger, dass ich fast verhungere. Vielleicht befriedigt mit Schokolade überzogener Speck deine Bedürfnisse. So, ich soll nach Hause. Okay. Ich rufe meine Mutter an. Dann ruf deine Mutter mal an. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht? Das ist ein unheimlicher Ort. Warum bin ich bloß hergekommen? Oh, ich soll hinten rum. Ja. Ich brauche einen Long Island Iced Tea. Bisschen verbuggt, ne? Hoffentlich kann ich damit was Nettes machen. Ja, Marge, ey. Du wirst was Nettes mit dieser Karte machen. Wer die Folge gesehen hat, weiß was. Bart, erkennst du dieses Emblem wieder? Mit der Cola kontrollieren die Außerirdischen unsere Gedanken. In ihrem Raumschiff haben sie uns literweise davon zu trinken gegeben. Dadurch wollen sie die Stadt in den Wahnsinn treiben. Ach Gott sei Dank, du bist aus der Trance erwacht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Später, ich gehe Videospiele spielen. Diese Verschwörung geht bis in die obersten Reihen. Ich brauche ein bisschen extra Zunder. Als Officer March. Okay. Ach. Mal rein. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Ich gebe mein Bestes. Ich brauche einen Long Island Iced Tea. Und schon. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Ja, bestimmt. Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Ich schwör's, früher war ich besser. Ich brauche mehr Tanz-Aerobic-Unterricht. Oh Mann! Lass mich erst mal durchatmen. Hurra! Ach, komm. Ja! Yippie! Ich brauche einen Long Island Iced Tea. Das bleibt Marts Geheimnis. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Okay.
sollten wir eigentlich auch hinkommen. Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Ich schwör's, früher war ich besser. Oh Mann! Und die letzte. Ja. Ich wette, Apu weiß, wer die Cola verkauft. Ich brauche mehr Tanz-Aerobic-Unterricht. Apu, bist du dir eigentlich bewusst, dass du vergiftete Cola verkaufst? Wo kommt dieses Zeug her? Es gibt hier nichts, was nicht irgendeinen Makel hat. Selbst die Astrologietabellen bewahrheiten sich nie. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Bart ist durch die Cola verrückt geworden. Wenn ich den finde, der das vertreibt, werde ich ihm eins überbraten. Vorsicht, Mrs. Simpson. Diese Cola verführt Leute dazu, unvernünftige Dinge zu tun. Das ist so, als ob man die Auswüchse wütender Studenten in Flaschen abgefüllt hätte. Jetzt reicht's. Der Sache gehe ich nach. Und wehe allen Cola-Transportern, die mir in den Weg kommen. Alles klar. Ich gebe mein Bestes. Sexy Mom braucht eine Mitfahrgelegenheit. Marge Simpson stets zu ihren Diensten. Ich kann das nicht so gut. War frontal? Hast du Tomaten auf den Augen? Wie wär's, wenn du dich von der Straße verziehst? Oh, Seite. Hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht? Verzieh dich, du Penner! Nimm kaum Schaden, ne? Ach du meine Güte! Ach, an der Front. Sehr schön. Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Das wird mich was kosten. Das ist mir sowas von peinlich. Jetzt wünschte ich mir, wir wären versichert. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Sieh her, freihändig. Euch kriege ich, ihr bösartigen Cola-Fläschler und Vertreiber. Oh Himmel! Super. So, zack. Vorsichtig wild beschleunigen. Das ist mir wirklich unheimlich peinlich. Ich räume das später auf. Nicht aufregen, Marjorie. Ganz ruhig. Okay, Marge, genau nach Plan vorgehen. Vorsicht, mein Lieber. Ich brauch den Geschwindigkeit. Leck mich an meinem Canyonero. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Oh weia! Straße, Idiot! Leb wohl, Grausame. Ich kann das nicht so gut. Oh, das hatte ich gerade geputzt.
Nimm keinen Schaden, ne? Leg Eis auf die Wunde! Wir müssen einsammeln. Den Inkasso-Leuten wird das gar nicht gefallen. Alter Schwede. Haben. Hey! Bitte verklag uns nicht wieder. Oh, kann der mal ein bisschen mehr Schaden nehmen? Ein trauriger Tag für Statisten. Ey, nimm deine Gesicht aus meine Gesicht. Ich kann das nicht so gut. Und vorfahren lassen? Hast du Tomaten auf den Augen? Komm, noch ein letzter Rums und dann war's das. Uiuiuiuiuiuiui. Augenblick, wer hat das dahin gestellt? Geschafft. So, jetzt sind wir quitt und ich fahre nach Hause zu meiner Familie. Du hast mir meine köstliche Cola genommen, Marge. Nur die gibt mir den Mut, im Umkleideraum mein Hemd auszuziehen. Dich mache ich fertig. Ach du meine Güte, keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mit meinem Gesicht? Ah, da kommen sie. Oh, verflixt. Gute Wahl. Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Was denkst du dir dabei? Bis später, Blindschleiche. Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Okay, ja. Müssen wir jetzt mit leben, dass wir noch... Nicht ganz ruhig. Habe ich gewonnen? Ich hatte keine Ahnung. Geschafft. Ja, das war's mit der Runde Simpsons Hit and Run. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ultimate. Ciao.